Hier starten wir rein. We go. Wir haben einen Interviewpartner zu unserem Gin Number One. Genau, Gin Number One. Da dürfte der hier sein. Ich habe jetzt von vorne noch gar nicht geschaut. Genau, mhm. Monk. Also könnt ihr euch mal den Monk Gin jetzt schon mal parat stellen. Und dazu gibt es das Aqua Monaco Tonic Water. Das dürfte in etwa gleich aussehen bei euch. Sollte. Dann stelle ich mal die anderen Flaschen hier entsprechend mal runter, dass wir Platz haben. Und jetzt beginnen wir eben, wie der Harry gerade schon gesagt hat, einfach mit dem Nosing. Aber bei dem Monk, glaube ich, haben wir auch noch einen Partner da, oder? Ist der schon verfügbar? Ich bin verfügbar. Sehr schön. Nicht nur so auf dem Trockenen seid. So. Ja. Er hat eine Tasse, ich beneide ihn so. Fabian, gell? Richtig? Richtig, Fabian. Schönen ja. Gruß in die Runde. Da ist da oben noch alles gut. Das wird jetzt dann demnächst ein bisschen schwieriger werden. Fabian, herzlich schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank. Geklappt hat und wir sind sehr gespannt. Also ich glaube, du hast schon probiert. Ich bin neu heute, wie unsere Teilnehmer wahrscheinlich auch. Bin sehr, sehr gespannt. Schön, dass du da bist. Vielleicht nutzt du ganz kurz die Chance, dich vorzustellen, während wir mal mit dem Nosing kurz beginnen. Ja, genau. Riecht immer schön. erstmal schönen guten Abend in die Runde an alle. Ich kann nicht alle sehen, aber das ist gut Corona-bedingt. Werden wir uns da noch daran gewöhnen müssen. Ich bin der Gründer und auch der Master Distiller von der Monk Distillery. Also das ist die Flasche mit dem Affen drauf. Wir sind in Feldkirchen bei München. Uns gibt es seit Dezember 2020 erst. Also wir sind ganz frisch am Markt. Und ganz kurz, wir wollen so ein bisschen den Mainstream, sage ich mal, bekämpfen, sage ich mal, so ein bisschen Gin auf eine nächste Ebene oder einfach das Besondere. Bei uns geht es wirklich darum, dass Gin nicht einfach nur eine Spirituose ist. Wir haben so viele tolle Produzenten und das wollen wir einfach nach draußen tragen. Und deswegen haben wir eben auch zwei verschiedene Gins, einmal den Monk und einmal den Punk, den ihr heute alle trinken dürft. Der Punk ist der Rebell unter den Gins, also der... Wie der Name schon sagt, das Besondere bei uns ist, dass wir Roggenalkohol benutzen als Basis, was das Ganze sehr aromatisch, sehr markant macht. Und beim Punk ist es jetzt so, dass wir da dann auch noch Botanicals haben, die jetzt nicht typisch sind für einen Gin, mit Ingwer, Chili, Thai-Basilikum, Zitrone, Lavendel. Also das ist so ein bisschen... Und das ist auch, muss ich gleich ganz ehrlich sagen, was mir gleich auffällt, es hat diesen typischen Gin-Geruch, aber man merkt sofort irgendwie so eine gewisse, ich würde mal sagen, eine gewisse Art von Schärfe. Ja, ja, richtig. Ich habe ihn schon probiert. Ich habe ihn letzten Mittwoch, glaube ich, war es probiert. Ich habe nach dem Fabian geschrieben und habe gesagt, mir ist aufgefallen, dass das Nosing sich total vom ersten Schluck unterscheidet. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, deswegen. Also beim Nosing gebe ich dir recht. Also ich habe beim Nosing, der Wacholder ist da. Ne? Allerdings ist nicht so penetrant im Vordergrund. Er ist aber auch da. Klar, der Lavendel habe ich ausgeschmeckt, gerochen. Ne? Also, und dann war noch irgendwas da, wo ich gedacht habe, und es steht dann schon auf der Flasche drauf. Ne? Also, ja. Thai-Basilikum. Genau. Und den habe ich eigentlich nur im Hintergrund gerochen, aber wenn ich den ersten Schluck nehme, sage ich mal, jetzt bin ich so ein Spoiler, aber ich sage es einfach mal, weil ich fand es sehr, sehr interessant. Ich fand klar, man riecht ihn nicht so sehr, aber man schmeckt ihn. Also? Herz, Drink. Ja. So. Oh ja. Und ich finde, ja, es gibt ja viele Hersteller, Fabian, die ja sagen, er muss harmonisch sein. Das haben sich ja viele auf die Fahne gesetzt. Und ich habe das bei dir auch gelesen, habe dann gedacht, Harmonie, wie die einzelnen Botanicals gut zueinander passen. Aber hier habe ich es erkannt. Ne? Also sehr, sehr schön. Wie bist du auf dieses Rezept gekommen? Dankeschön. Beim Einkaufen. Nein, schon.
Also ich muss sagen, ich bin etwas vorbelastet. Ich habe selber in Asien gelebt auch, habe da auch gearbeitet. Deswegen bin ich der asiatischen, der thailändischen Küche sehr verbunden. Ich koche selber sehr gern. Da wurde mir mal von einem alten Brennmeister gesagt, dann hat man eine sehr gute Sensorik für Gewürze. Und wir machen ja beim Gin nichts anderes, dass wir mit Gewürzen arbeiten, jonglieren. Ja, die Botanicals sind ja die Drogen, wie man ja noch früher sagen durfte. Heutzutage ist es immer so ein bisschen, das ist ja nichts anderes wie Gewürze. Ja, das ist ja die, daher kommt ja auch der Begriff Drogerie, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Ja, das waren früher Gewürzläden. Wie bin ich drauf gekommen? Ich wollte einfach irgendwas Punkiges machen. Das war so ein bisschen, und ich wollte schon immer mit Ingwer arbeiten, weil ich Ingwer sehr gerne mag. Und dann war das einfach Try and Error ausprobiert. Okay. Aber wie, es hat geklappt beim ersten Mal. Wie lange hast du dafür gebraucht zu Trial and Error? Weil ich weiß ja, da gibt es ja manche, die haben, die brauchen da ein halbes Jahr, bis sie da was brauchbar haben. Ja, also so lange habe ich nicht gebraucht. Ich hatte es, glaube ich, innerhalb von, eigentlich war es ein Abend. Oh. Also bis es wirklich perfekt war, waren es vielleicht 2 Wochen, aber... Es war, ich würde auch, weil ähnlich wie du nicht zu lange brauchen, würde ich sagen, dass wir gleich mal in den nächsten Step gehen, ja, und eben das Ganze jetzt on ice probieren und dann, während wir uns weiter angeregt unterhalten, dann auch gleich in den der Ruckzuck hier bei euch. Ja. Aber natürlich total spannend, also immer wieder total spannend, die Geschichten dahinter, wie eben so ein Gin entsteht. Also wir kennen da die wildesten Geschichten tatsächlich, also dass irgendwie die Kanalisation von ganzen Gemeinden durchgespült war, weil so viel ausgetestet wurde und dann doch wieder weg. Von daher spannend, wenn sowas eben auch mal schnell geht und dann doch so eine sehr harmonische Kreation ist und danke, was Besonderes. Ne? Also wo man dann eben nicht sagt, oh, das ist jetzt anders, weil es, sondern wirklich was ganz Spannendes auch mal. Und das ist ja das, was den Gin auch so spannend und schön macht, dass er nichts dem anderen gleicht und man eben so auch seine eigenen Favoriten so ein bisschen rauskitzeln und rausfinden kann. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze on ice. Hast du mir auch schon nochmal nachgeschüttet? Oder ja, halte dich kurz heute. Komm, ich darf doch heute nur 2 trinken. Dann. Genau, du bereitest schon mal die Orange vor. Genau, wir nehmen heute einen Orangenachtel dafür, weil es gibt auch die Möglichkeit, eine Orangenzeste zu nehmen. Da haben wir hier dafür eine Zestenschneider da. Ich hoffe, ihr seht das. Der macht dann so coole Streifen. Ja. Genau. Warum ausgerechnet ein Orangenachtel? Schmeckt der jetzt nicht mehr so gut, wenn ich ein Orangenviertel oder eine Orangenhälfte nehme? Eine Orangenviertel wäre immer gut. Wäre ein wenig ambitioniert. Finde ich, aber jetzt habe ich mich schon auch verschnitten. Jetzt nehmen wir eine orange Scheibe ganz einfach und lassen das mal mit dem Achtel bleiben. Also da gerne auch zu Hause experimentieren, sobald es in das Glas reinpasst. Immer gerne. Also wir sind auch immer offen für Tipps. Wenn irgendjemand abgefahrene Rezepte hat oder so, immer gerne an uns schicken. Ja, also gerne auch heute Abend im Chat. Ihr habt ja alle den Chat auch oder so, ja, genau, gefunden. Da auch gerne heute kommentieren, Fragen stellen natürlich, wenn ihr Fragen habt, jederzeit können wir darauf eingehen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Geschmack ein. Während du trinkst, frage ich, Sid Vicious steht auf der Flasche, ohne dir nahe zu treten müssen, aber du bist wahrscheinlich Sid Vicious, The Sex Pistols. Richtig. Hast du wahrscheinlich nie live gesehen? Leider nicht. Nein, leider nicht. Ich bin zwar schon älter, aber so alt bin ich noch nicht. Ich war da schon auf der Welt, aber ich habe sie auch nicht live gesehen. It's not really my problem if they think I'm weird. Richtig. Sid Vicious, genau. Wieso Punk? Was war der Hintergrund? Du wolltest was Wildes machen? Genau, also ich wollte was Wildes machen und es ist aber auch, also Hintergrund der ganzen Geschichte, ich will euch jetzt nicht zu viel über die Gründungsgeschichte und so erzählen, das würde den Rahmen sprengen. aber wir haben uns deswegen auch für diese 2 Gins, Monk und Punk, weil in meiner Ansicht oder meiner Philosophie, meine Gründungsidee war, dass jedes Unternehmen braucht die Mönche, die Monks und aber auch Punks, also die Mönche, die wirklich für die Werte, Normen stehen, die ein Unternehmen leiten, die ja, bedacht sind,
klug und schlau handeln, aber jedes Unternehmen braucht auch die Punks, die dann gegen den Strom schwimmen, die die verrückten Ideen entwickeln. Und so ist diese Idee dann entstanden, auch zwei verschiedene Gins zu machen, Monk und Punk. Und dann habe ich so einen leichten Faible auch eben halt zu Punk und so weiter. Man sieht es auch, bin nicht so ganz normal. Okay. Und das war der Hintergrund. Und er soll halt wirklich schon ein bisschen provozieren. Das ist so der Hintergrund gewesen. Weil das war auch mein Eindruck, also als ich ihn probiert habe, war ich natürlich vom Label her schon eingestellt auf was Roughes. Ne? Ja. Und habe dann gedacht, ja, der kann dich wahrscheinlich schon beißen. Aber der beißt auch, ja, ganz ja. Richtig. Aber ich finde, er beißt mit Harmonie. Ne? Also, das ist dann wieder so dieses, was wir wirklich wollen halt, ja, dass dann nicht nur irgendein Gin ist oder der dann einfach auch nicht mehr trinkbar ist, sondern es soll da auch wirklich pur wirklich ein Genuss sein oder den man wirklich pur auch sehr gut trinken kann. Ja? Das ist dann für mich die hohe Kunst, dass man dann auch wirklich Gins herstellt, die auch pur wirklich sehr gut zu trinken sind. Und das ist jetzt eben auch ganz spannend, das kann man jetzt hier schon sehr gut feststellen bei unserem ersten Kandidaten heute Abend, dass der On Ice, also pur ohne irgendwas, schon sehr spannend war, On Ice aber wirklich auch nochmal ganz anders wirkt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass er da eben auch durch das Eis nochmal ein bisschen mehr an Frische gewinnt. Und dass da also ein deutlicher Geschmacksunterschied drin ist. Der Harry macht das jetzt ganz toll hier mit, also nicht nur das Tonic einfach irgendwie rein, sondern mit seinem Barkeeper. Also Harry ist ja auch gelernter Barkeeper, das dürfen wir nicht vergessen, oder hat sich zumindest in Selbstregie beigebracht. Also hat er schon ein bisschen mehr Ahnung, macht das auch schon ein paar Jahre länger. Ihr dürft natürlich daheim gerne einfach das Tonic irgendwie in das Glas reintun. Aber wie gesagt, macht nicht zu viel davon. Was hast du jetzt für ein Mischungsverhältnis genommen? 1:2 bei dir. Ich habe den von Fabian auch 1:2 getrunken. Allerdings alles ganz einfach meine eigene Sicht der Dinge. In Diskotheken und in manchen Bars wird er natürlich mit einem Verhältnis von 1:5 eingeschenkt, der Gin. Das finde ich dann ein bisschen viel, aber alles natürlich mein Empfinden. Ne? Also wenn ihr das alles mit 1:5 trinken wollt, dann tut dies. Ihr habt die Möglichkeit da, ihr habt ja immer, ihr habt 1:4 könnt ihr, weil wir haben ja 5 cl an Gin immer da und 20 cl, was ist das, ist 1:4. Das ist dann das Maximum. Ja, aber wie gesagt, jeder gerne selber rantasten und einfach mal probieren, eben auch eine 1:1 oder eine 1:2 Mischung. Wir fangen auch mal mit etwas weniger an, um dann nicht gleich irgendwie zu Tonic-lastig zu werden. Würde ich sagen, Fabian, ich hoffe, du hast auch einen vor dir stehen. Natürlich. Mal auch in die Runde. Ich habe es ja am Anfang gesagt, aber ich mache jetzt nochmal, falls ihr es noch nicht eingeschenkt habt, dann tut es jetzt. Zum Wohle. Zum Wohl. Ja, und da kommt halt was hinterher. Ja, ich kann es natürlich schlecht beschreiben, Geschmäcker sind immer schlecht zu beschreiben, obwohl wir haben schon ein paar Tastings gehabt und dann in blumigen Worten einen Geschmack zu beschreiben, ist nicht immer leicht, aber hier sage ich es, und auch die Orange dazu, sage ich, schmeckt mir. Ja, also du sagst, schmeckt mir, ich lese den Kommentar, ja, leck, kommt der mit dem Tonic geil. Das ist immer meine Ansage. Sehr gutes Kommentar. So, und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, schon mehrfach jetzt hier, wo kann man das Ding erwerben? Ja, also jetzt schmeckt es und jetzt wollen es die Leute kaufen und das ist deine Chance, Fabian, heute ein oder zwei Flaschen an den Mann zu bringen. Bei mir. Gibt es bei mir, bei uns im Online-Shop. Wir haben einen eigenen Online-Shop unter monkdistillery.de. Und ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber ich mache es einfach. Ich werde euch das dann auch noch schicken. Im Nachgang kriegt jeder von euren Teilnehmern 5 Euro Gutschein. Oh, wow, Applaus. Für die Erstbestellung. Genau. Schickt die alle mal an uns. Schickt die alle an euch. Ja. Ich kriege gerade nochmal eine Frage. Könnt ihr bitte nochmal auf die Botanicals nennen? Also hier hinten stehen ja welche drauf. Also ich lese es euch mal im Original vor. Juniper, Ginger, Thai, Basil und Lavender. Das bedeutet Wacholder. Ja. Richtig? Ingwer, Thai-Basilikum und Lavendel. Ja. Und wahrscheinlich ist das aber auch noch nicht ganz alles. Inwieweit kannst du da noch... Alles verrate ich nicht.
Ja, das dann. Gibt es noch eins, was du noch verraten könntest? Oder müssen hat er vorher schon getan. Hat er schon getan? Ja, Zitrus hat er vorher genannt. Ja. Es ist was Zitruslastiges und dann ist noch was Rosafarbenes drin, aber das. Genau, also ich sehe auch gerade. Unter anderem, aber. Ich muss es jetzt auch gleich tun, in der App bewerten, weil das ist wirklich sensationell. Sehr gut. Danke. Ja, mit dem haben wir, genau. Mit, aber steht alles schon drin in dem Tasting, das ist wunderbar. Und da gibt es doch gleich mal. Fabian, wer ist Lilly? Wunderbare Note für. Das ist Lilly Allen. Klasse. Also, eine Sängerin, englische Sängerin. Ah, ja, da weißt du nicht. Nein, Lilly. Da müssen wir auch einen Ausflug nicht nur in die Welt des Gin Tonic machen, sondern Ausflug in die Welt. Also wir haben uns dafür entschieden beim Punk, also wir haben keine Nummern für unsere Badges. Mhm. Wir haben uns beim Punk dazu entschieden, dass immer Musiker, also Rockstars, Punkstars etc. kommen. Genau, der erste Badge war der Billy, jetzt ist Lilly. Genau, und beim Monk, wir haben ja noch einen zweiten Gin, den ihr jetzt heute nicht dabei habt, aber der ist benannt nach den höchsten Gebirgen im Himalaya, also die ganzen Gipfel. Ah. Annapurna heißt der aktuelle Badge. Annapurna. Annapurna. Das heißt Karakorum. Genau. Kurze Erläuterung, Badges. Ihr habt ja alle nur die kleinen Flaschen daheim. Auf der großen Flasche sieht man auch das Badge. Wahrscheinlich alles ein bisschen hell, halt. Wie muss ich? Und da näher ran. Da steht eine Lilly drauf, genau. L-I-I, genau. Weil ein Badge ist ja, Fabian, wenn ich dir den Kommentar abnehmen darf, ein Brennvorgang. Genau. Ich weiß nicht, wie groß ist deine Brennblase? Jetzt wollte ich schon sagen, wie groß ist deine Blase? Aber die Brennblase. ich lasse es jetzt. Wie viele Flaschen bekommst du mit einem Batch raus? Wir haben jetzt ganz neu eine bauen lassen. Wir haben jetzt dann 150 Liter Brennblase. Mhm. Wir haben trotzdem, also pro Brennvorgang würden wir natürlich mehr rauskriegen. Wir haben trotzdem gesagt, jeder Batch hat nur 108 Flaschen, weil bei uns diese 108 aus der Mythologie kommt. Also das ist die Zahl 108, ist, wer das mal googeln will, alles erzähle ich euch nicht, weil das ist sehr lang. Also es gibt zum Beispiel 108 Chakren im Körper des Menschen. In der Mathematik, in der Astrologie kommt die 108 immer wieder vor. Also es ist so der Durchmesser der Erde mal irgendwas ist dann ist der Weg zur Sonne. Das ist so mal 108, genau, so rum. Das ist die Idee hinter dieser 108. Das ist so ein bisschen... Wenn du die 40 genannt hättest, ne, die 42 war das, da hätte ich dann sagen können, das habe ich auch schon mal gehört. Aber also da lernt man ja nie aus, dass es da andere Zahlen noch gibt, die so Einfluss auf uns haben. Ja. Bei Brennblase, da komme ich jetzt wieder, also ich bin ja der absolute Gin-Trinker, aber ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, schmeckt es mir nicht. Bei Brennblase sind wir jetzt wieder bei diesen Herstellungen, da habe ich noch im Hinterkopf Mazeration, Destillation. Ja. Und da hört es schon wieder auf. Perkulation etc. Danke. Genau. Wow. Ich sehe gerade aus dem das Backoffice, sagt mir, wir haben 42 ist ja, Obsttasse 42. Wir haben 41 Bewertungen im Tasting Room, ist das richtig? User. 41 User im Tasting. Also wenn wir da jetzt noch einen mehr haben, dann sind wir bei der 42 und dann kann ich wieder was dazu erzählen. Das ist toll. Was hast du von 42? Was ist das? Ich kenne nur den Liegen der 8. Und wie steht es für die Unendlichkeit? Der Anhalter durch die Galaxis. Ah, okay. Kennst du nicht? Ja? Die Antwort, ich bin in Filmen ganz schlecht. Oder Bücher. Ja, da bin ich. Also wir werden Musik, ja. Ja. Dann werden wir Literatur nochmal nachholen. Und okay. Das machen wir aber bei ein paar Gin-Tonic. Filme, bitte. Ja. Ich brauche ein wenig Nachhilfe. Wir können ja dann... mit dem Fluxkompensator zurück in die Zeit reisen und dein Wissen... Das weiß ich. Das war also die unendliche Geschichte. Viel Spaß im Harry heute Abend. Sehr schön. Die 108, das werde ich auch auf jeden Fall mal nachlesen. Sehr schön. Also spitze. Also ich finde das mit dem Gutschein auch...
auch wahnsinnig toll. Also toll, dass es da eben für unsere Teilnehmer auch immer gerne. Ganz besondere Möglichkeiten auch gibt. Also das kriegt man ja nicht überall, dass man einfach mal ein bisschen Geld geschenkt kriegt und dafür auch noch einen guten Gin dafür günstiger. Super, richtig. Wahnsinnig, riesen vielen Dank dafür. Also spannend. Und ich hoffe, ihr genießt ihn alle. Also ich bin begeistert. Ja. Möchtest du noch Gin haben oder möchtest du das für den Abend aufsparen? Du darfst ja nur zwei trinken heute. Ich darf ja nur zwei trinken und dann kann ich nachher, wenn ich nicht mehr vor der Kamera stehe, kann ich ja heimlich nochmal. Aber hier hinten, unsere Technik spechtet auch schon. Danach ein wenig. Die haben auch Durst. Die haben auch Durst. Ja, die warten dann immer auf die abgestellten Flaschen, die sich dann herfallen. Fabian, darf man von euch noch weitere Dinge erwarten in der nahen und oder fernen Zukunft? Ja, es wird einiges geben. Wir haben unter anderem, ich verrate es schon mal, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Heißt das, glaube ich, Neudeutsch? Ja. Oh, jetzt geht's an. Danke. Also wir haben unter anderem ganz frisch abgefüllt, es fehlen nur noch die Etiketten, wird es einen Slow Gin geben. Aha. Mhm. Der limitiert ist auf 50 Flaschen nur. Es liegt daran, weil ich bisher noch nicht so viele Schlägen gefunden habe. Weil die kommen hier aus der Region und sind handgepflückt von uns. Die Schlägen. Ernten, ne? Genau, selber geerntet und der Gin hat, also das ist die Basis, ist unser Monk-Gin und der hat dann 3 Monate zusätzlich noch in Schlägen, mit den Schlägen gereift, gelagert und ist dann abgefüllt worden. Und ist unfiltriert. Das ist sehr spannend. Was entscheidend ist. Genau, das wird es demnächst geben. Das ist nur so ein, wir haben nur so ein paar andere Ideen. Sehr schön. Ja, bei 50 müssen wir schon gucken. Also wir sind heute bei ungefähr 100 Teilnehmern. Das heißt, nur jeder zweite wird Glück haben. Ja. Damit sollten aber deine 50 Flaschen auch an den Mann gekommen sein. Das ist schön, ja. Ansonsten habe ich noch andere. Also wir haben noch genug. Also ich bin ganz neidisch auf dieses Regal da hinten. Also da muss ich noch ein bisschen arbeiten zu Hause. Das ist mein persönliches. Oh, perfekt. Nur fürs Wochenende, ist klar. Genau, nur fürs Wochenende, für die Party. Die nächste Ausgangssperre kann kommen. Genau, richtig. Totaler Lockdown, ja. Genau, ja, also wir sind immer am Schauen, dass wir mal irgendwelche Besonderheiten machen. Das ist, und wir machen auch Gins für Geburtstage, Hochzeiten etc., wenn jemand möchte. Sondereditionen? Okay. Oder für Firmen, das machen wir auch. Ja. Ja, ganz netter Sidekick heute noch. Fabian, wir stehen ja, sind per Mail ja in Verbindung gestanden. Du hast ja auch ein Tasting-Paket von uns bekommen. Und da stand ja, hast du ja heute noch geschrieben, dass Flaschen von Citadel Gin, die wir ja selber abgefüllt haben, ist der nächste, in den gleichen Flaschen wie deine Gins gefüllt wurden. Du hast dann gefragt, ob wir genau umgefüllt hat. ob wir deine Flaschen ausgetrunken haben und danach dann Citadel eingefüllt haben. Die Nein. Ist, ja. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir haben es wahrscheinlich beim gleichen Hersteller. Alles gut, war ein kleiner Spaß am Rande. Kleiner Spaß am Rande. Genau. Ich wollte es nicht unermüdlich. Okay. Genau. Also euren Gin kann man auch natürlich auch bei uns in der App jederzeit finden. Genau. Und da ist auch, wenn man in den Details ist, ist auch entsprechend 3 so kleine Buttons. Da geht es zu euch auf die Website, zu Facebook, zu Instagram. Also gerne natürlich auch dem Fabian und seinem Team folgen auf allen Kanälen. Und auch genau, bitte. Wollen die 1000 voll machen, dann gibt es was zu gewinnen. Ja, das schaffen wir doch heute Abend noch locker. Und dann eben auch auf die Website direkt bestellen. Aber da wartet vielleicht alle noch, bis die Gutscheine da sind. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Spitzenklasse. Mhm. Stell mich da immer noch so hin, ist Showgirl. Da muss man aber auch fairerweise alle die. Sieht super aus. Kleidet uns gut. Fabian, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ja, ich sage vielen Dank. Ganz großes Lob an dich und alle anderen, die da mit im Boot sind. Und wir werden auch eure anderen Getränke natürlich, also den Monk und dann eben auch hoffentlich auch den Slow probieren können. Was dann da, also da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, Slow und Navy Strength und Old Tom und wie sie alle heißen. Da haben wir, glaube ich, nachher auch noch eine kleine Umfrage dazu. Oder aus Bayern gibt es ja auch noch sowas, schauen wir mal. Ja, also ganz, ganz spannend und bleibt am Ball und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Sehr gerne. Ich wünsche euch viel Spaß.
Und, bleib gerne dabei und trink noch ein bisschen mit. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Gute Zeit. Servus, ciao.